Herzlich willkommen zum Atomic Heart Let's Play. Im letzten Video haben wir versucht, durch das Tor zu kommen. Wir haben es jetzt hinbekommen, durch die Kameras das Tor aufzumachen, indem wir uns in die Kameras einloggen. Das haben wir geschafft, aber dann bin ich durchs Tor. Dann haben mich zu viele Kameras gesichtet und ich wurde dann getötet durch die Roboter. Und das wollen wir jetzt diesmal vermeiden. Auf jeden Fall, wenn euch denn mein Kanal gefällt, lasst doch gerne Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und unter der Videobeschreibung findet ihr meinen Link von meinem Partner Instant Gaming. Dort findet ihr super günstige Games. Schaut einfach mal vorbei, der Link ist komplett kostenlos. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Jetzt müssen wir mal schauen, wie komme ich da durch, ohne dass mich Kameras sehen. Ich kann ja auch scannen. Und das werden wir auch machen. Und hier ist erstmal... Oh, da ist eine Kamera. Oder irgendein... Ja, da ist eine Kamera. Die schalte ich jetzt mal aus. Gucken, wie ich hier runterkomme. Ups. Da sind Roboter, da ist eine Kamera. Stimmt, hier sehe ich doch, wo die ganzen Kameras sind. Das habe ich komplett nicht gecheckt. Da ist noch eine Kamera, die könnte ich ausmachen. Da drüben ist noch eine Kamera. Das soll aber durch das Tor. Lange dauert es, bis die Kamera wieder. Lange dauert es, bis die Kamera wieder aktiv ist. Okay, der Bot kommt hier nicht durch anscheinend. Wo kommt der noch hierher? Nee. Und da habe ich eine Kamera. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt, Major. Das gibt Ärger. Ich renne jetzt einfach durch. Da ist eine Bombe. Ich gucke mal, ob es funktioniert, wenn ich hier einfach durchrenne. Dass ich dann vielleicht nicht mehr verfolgt werde. Ich verpiss mich einfach. Heilige Scheiße, woher kommen die überhaupt? Ein Hummelroboter transportiert sie aus einer Fabrik in der Nähe. Die Alarmstufe wurde runtergesetzt, wie es aussieht. Da habe ich ein paar Teile bekommen. Ah, jetzt ist die Alarmstufe wieder weg. Weil ich weit genug von den Kameras weg bin, denke ich mal auch. Man muss sich weit genug von den Kameras entfernen. Da ist ein Bot. Hier sieht's. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Loot-Kiste. Da ist eine... Ja, da ist eine Loot-Kiste. Genau, ich brauche nämlich Material, um mir eine bessere Waffe zu bauen. Wir haben eine Kapsel bekommen. Eiskartusche. Bauplan freigeschaltet für Eiskartusche. Kann ich hier in das Haus wieder rein? Ich würde gerne hier in das Haus rein und gucken, ob es da was zu looten gibt. Wenn das Haus hier schon einmal aufsteht. Thank you.
was mache ich? Hier ist noch was. Weiter gibt's hier nichts. Dann gehe ich mal hier hoch, die Treppe. Gucken. Ah, hier geht's. Hier gibt es noch mehr zu looten. Ich mag Spiele, wo man looten kann. Es geht sogar noch weiter hoch. Oh, der hat mich gesehen. Hat er mich gesehen? Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Da habe ich auch nicht aufgepasst, so richtig. So, erreiche die Station Lesnaya. Da sitzt was da oben. Ach ja, es steht ja auch da, was es ist. Mit den Waffen kann ich mich mit den Bots hier kaum anlegen. Da ist wieder ein großer Bot, denke ich mal. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Ja, da ist einer. Ich kann mich auch anschleichen an die Roboter, ne? Wieso schießt der? Ich kann mich ja auch anschleichen. An den da vorne anschleichen. Ach, das sind zwei. Oh, die ganze Straße ist voll mit denen. Nee, das wird nichts. Dann doch hier vorne runter, denke ich mal. Hier wahrscheinlich runter. Hier ist vielleicht nur einer. Ach, ich bin auch zu langsam wieder hier. Ich habe auch einfach nicht mehr genug Leben übrig. Wen interessiert das? Ich habe, so, das ist jetzt mein letztes Medikit. Ich habe die jetzt alle verbraucht. Die Medikits. Da vorne muss ich hin. Nee, da, genau. Hätte ich hier gleich irgendwie hingekonnt. Ich weiß es nicht. Ich schleiche mich hier mal an bei ihm und schalte ihn mal von hinten aus. Komm schon. Sind jetzt hier die kostbaren Teile. Und da habe ich den schon ausgelootet automatisch, wenn ich
Ah, okay, hier war noch was Lootbares. Da ist noch so einer. Den würde ich auch zerlegen wollen. Dann würde ich nicht immer nämlich mal in das Haus gehen und gucken, ob es da Loot gibt. Hier ist weiter keine Kamera. Ach, leider keine Medipacks gefunden. Komm schon. Geh kaputt, bitte schön. So, gibt's hier irgendwas in der Toilette? Nee. Hier ist auch nichts drinne. Komme ich hier in das Haus überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht so wirklich achtsam. Ne? Ich hätte eigentlich sehen müssen, dass da... Oh, eine Lootkiste. Eine größere. Hätte eigentlich sehen müssen, dass da ein Bot war. Aber hier gibt es weiter auch nicht. Gut. Ich muss dort lang. Okay, ich habe gedacht. Okay. Wie ist da die Feindaktivität? Was zeigt er mir hier? Er zeigt mir jedenfalls. Ah, hier habe ich den Schrank vergessen zu looten. Muss ich auch mal ein bisschen mehr drauf acht geben, weil, wie gesagt, ich brauche auch Material. Damit ich bessere Waffen... Mensch. Verspreche dich nicht immer so. Damit ich bessere Waffen finden kann, brauche ich Material. Da ist so einer. Wo muss ich denn? Da runter irgendwo. Ach, ich bin ja schon gleich da. Erreiche die Station Lesnaya. Hm? Die ist ja bald hier irgendwo. Hier unten ist die. Oder wie? Ah, da müsste ich ja durch diesen Laser durch. Geht das? Komme ich hier durch den Laser durch? Ja. Hier, ja. Einmal hier rum. So viel Konfrontation hatte ich jetzt nicht so wirklich. Mit Bots. Habe ich mich eigentlich immer gut drum herumgeschlichen. Bis jetzt. Da konnte ich mich immer gut drumherum schleichen und hatte nur ein paar Bots, die auf mich aufmerksam geworden sind. Das hätte auch schlimmer sein können. Aber ich bin ja schon ein paar Mal gestorben hier. Ich brauche unbedingt Leben. Sie muss da irgendwo ein Safehouse sein, wo ein Automat ist und auch ein Abspeicher, eine Absperrsäule. Verdammt. Hier sieht es jetzt relativ leer aus mit Gegnern. Also kann ich hier jetzt mal ein bisschen schneller machen. Da ist ja gar nichts, okay. Das ist auch gut, dass mal nichts hier in der Nähe ist. Vielleicht gibt es dort ja wieder was zum Abspeichern. Und auch eine Kiste. Ach, jetzt muss ich da lang. Das schickt mich ja auch wirklich sonst wohin. Ist hier nicht mal was zum Looten in der Nähe? Hier ist ein Häuschen. Vielleicht ist hier was drin. Ah, ein Safe Room.
Ist ja auch eine. Ist ja auch eine Lootkiste. Was zum Looten hier vielleicht auch irgendwo. Nein, aber ich kann endlich speichern. Speichere Daten. Jetzt würde ich mir erstmal noch ein paar Medikits einpacken. Was soll es sein, Major? Waffen? So, Lager. Galaschpatron brauche ich nicht. Was ist das hier? Ein Dynamo? Ich weiß gar nicht, für was man die braucht. Pack ich mir mal hier zwei hiervon ein. Noch welche hiervon. Ich hatte ja einige hergestellt. So. Herstellung. Immer noch ungenügende Ressourcen. Immer noch ungenügend. Für die anderen Sachen brauche ich Baupläne. Wie sieht's aus mit meiner Munition? Das sieht auch nicht schlecht aus. Warte mal, bitte Vorgang auswählen. Ich hab mir doch jetzt hier Inventar. Los, kommt noch so eine rein. Hier könnte ich mal aufräumen. Ah ja, habe ich aber trotzdem noch einiges. So, nur mal speichern, dass ich das jetzt alles dabei habe. Speichere Daten. Okay. Also es stehen ja auch diese Safehäuser immer hier rum. Ich muss also noch mehr looten, aber ich weiß nicht, wo ich hier noch was finden soll. Ich schleiche mich jetzt schon die ganze Zeit hier durch. Da ist noch ein Haus. Ich glaube, ich guck mal in das Haus da rein. Da ist auf jeden Fall ein Bot, aber keine Kamera. Kann ich mich hier hinten anschleichen? Ich brauche nämlich mehr Material zum Bauen. Und da gucke ich mal hier drinnen, was es hier so gibt. Hier ist Lootkram. Der spricht auch nicht mit mir. Hier ist weiter nichts. Komm ich hier rein? Nicht auf. Ich würde hier aber gerne mal rein. Wie komme ich denn hier rein? Die müssten doch irgendwie. Da ist eine Lootkiste. Nee, hier komme ich nicht rein. Aber ich komme hier hoch. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen was. Ein Schränkchen. Noch ein Schränkchen. Komponenten. Ich brauche Komponenten. Mehr gibt es hier auch nicht. Ich komme auch nicht in die Türen rein. Komisch. Nee, das klappt auch nicht. Nicht die schöne Munition verschwenden. Geht halt nicht anders. Gut. Das sieht aus, als ob da irgendwas Gefährliches sein könnte. Wie kann ich ein Auto eigentlich bekommen? Wir haben die Station gefunden und der Zug wartet schon. Wir müssen nur noch einen Platz wählen und es kann losgehen. Ich hoffe nur, dass wir unterwegs nicht auf weitere Hindernisse stoßen. Mal den Teufel nicht an die Wand. Sonst ist noch ein Kanisterschloss an der Tür. Laborroboter. Die hat doch auch vorhin irgendwie gesagt, die Oma Sina, dass wir uns quasi ein Auto
nehmen können, um schneller durch die Stadt zu kommen. Aber ich habe jetzt kein Auto gesehen, wo man einsteigen kann. Kameras scheinen hier nicht zu sein, aber Bots. Hinten ist einer. Da vorne ist einer. Da hoch muss ich. Wie komme ich denn da hoch? Überall liegen Leichen. Sie wurden von den Robotern überrascht. Niemand hat damit gerechnet, dass zivile Roboter derart aggressiv sein können. Sag bloß. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Nach der braunen Pest bewahrten Roboter unser Land vor dem Abgrund. Es gibt keine Fahrkarten! Der Schalter ist geschlossen! Ah, geht's vielleicht noch etwas lauter? Hier war Schalter. Ah, mir ist nicht nach Gequatsche zumute. Hände weg! Es gibt keine Fahrkarten! Der Schalter ist geschlossen! Ah, geht's vielleicht noch etwas lauter? Hierbei scheint es sich um einen Fall von Neuropolymer-Restspeicher zu handeln. Es ergibt Sinn, dass er die lebhaftesten Leben... Ah, mir ist nicht noch Gequatsche zumute. Eine Kiste, eine schöne. Haben wir alles, ja. Ich müsste jetzt quasi hier hoch, ne? Muss ich natürlich auch gucken, hier könnten Gegner kommen. Hier sieht es auch nicht danach aus, dass hier irgendwas rumsteht, was ich einsammeln könnte. Also soll ich jetzt in den Zug rein oder wie? Okay. Der sieht auch mal toll aus. Sei gegrüßt, Genosse. Willkommen an Bord von Vortex, dem einzigartigen Hochgeschwindigkeitszug des Transportsystems von Anlage 3826. Ja. Ich muss sofort zum WDNH. Es ist mir ein Vergnügen, Genosse. Die derzeitige Auslastung der Bahnlinie beträgt 0%. Du kannst sofort abfahren. Ja. Genau, gleich los. Sehr gut, dann mal los. Vorausgesetzt, du hast eine Fahrkarte erworben. Eine Fahrkarte? Eine beschissene Fahrkarte? Spinnst du? Überall liegen Leichen rum. In der ganzen Anlage gilt ein Notprotokoll, es starte den beschissenen Zug. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Ich entdecke keine Anzeichen einer Schwangerschaft. Lege eine Bescheinigung deines Gynäkologen vor. Ich zeig dir gleich was ganz anderes, du Stück Scheiße. Wenn du eine geistige Behinderung hast, dann lege deinen Behindertenausweis vor. Das war's, du bist tot. Genosse Major! Beachte bitte, dass dieser Rafi kein autonomes System ist. Er ist der Hochgeschwindigkeitszug Vortex. Wenn du ihn zerstörst, kann der Zug nicht mehr fahren. Also gut. Hör mal zu, du elender Blechhaufen. Wo kriege ich diese beschissene Fahrkarte her? Du kannst sie am nächsten Fahrkartenschalter erwerben. Es gibt Ermäßigungen für Passagiere, die mit Kindern reisen. Welcher Fahrkartenschalter, du Drecksteil? Alle sind geschlossen. Alle sind tot. Niemand verkauft Fahrkarten. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Halt deine Scheißfresse! Wenn das so weitergeht, werde ich den ganzen Weg zum WDNH noch zu Fuß zurücklegen. Mal gucken, wie kann ich denn hier auswählen überhaupt? Ach, zwei. Und du bist sicher, dass du nicht durchgedreht bist wie die ganzen anderen Roboter? Du wirst doch nicht den Zug entgleisen lassen, um uns zu töten. Fahrgastsicherheit ist für jedes robotische Fahrzeug von höchster Bedeutung.
Unsere Algorithmen... Ich habe gesehen, was eure Algorithmen anrichten können. Charles, gibt es in dieser Station eine Neuropolymerkapsel mit einem Handbuch für den Zug? Dann könntest du den Vortex selbst steuern. Leider ist diese Station kein Verkehrsknotenpunkt. Hier gibt es keine Handbuchkapsel. Ach, scheiße. Schön, meinetwegen. Nichts wie weg hier. Eine Zugfahrkarte finden. Okay, dann muss ich ja erstmal hier wieder raus. Ah, jetzt habe ich schon umsonst die ganze Zeit mit denen gelabert. Was soll ich jetzt machen? Etwa jede einzelne Leiche durchsuchen? Ich würde dir empfehlen, mit den polymerisierten Opfern zu reden. Muss das sein? Okay, hier gibt es also mehrere, die ich ansprechen kann. Das war ja einmal er hier. Es gibt keine Fahrkarten! Der Schalter ist geschlossen! Ich brauche eine Zugfahrkarte. Eine Fahrkarte? Wovon redest du? Hier sind überall verrückte Roboter! Hilfe, die bringen mich um! Okay. Tut mir leid, Genosse. Dir kann niemand mehr helfen. Nächsten. Würde ich mal vorne den abklappern. Vielleicht finde ich ja noch was Nützliches auf dem Weg. Muss jetzt auch mal gucken. Hier ist jetzt auch nichts. Da wären erst wieder Bots. Labern wir ihn mal an. Kollege! Rettung! Gescheitert! Entschuldige, Genosse. Hast du vielleicht eine Zugfahrkarte? Muss gehen. Ramenki. Notfall. Was? Alles gescheitert. Menschen sterben. Eliminierung war korrekt. Sonne. Arschloch. Meine Fresse, ich verschwende hier meine Zeit. Roboter. Nicht hilfsbereit. Gar nicht hilfsbereit. Gut zu wissen. Ich muss los. So, dann ist da vorne einer. Ich muss nur aufpassen, weil dann doch schon mal wieder welche kommen könnten, die mir auf den Senkel gehen. Da vorne wäre einer. Ach, dann muss ich mich ja mit den Typen hier anlegen. Erst den Schwarzen wegballern. Ich muss ja auch ausweichen, ich Idiot. Ah, muss ja mal gehen. Bin auch ein bisschen langsam, aber ist, wenn man hier die ganze Zeit nur am Schleichen ist. Und dann plötzlich kämpfen muss. Ich kann nicht, ich kann diesen Ort einfach nicht verlassen. Hast du vielleicht eine Fahrkarte übrig, Genosse? Eine Fahrkarte? Ja, ich habe eine Fahrkarte, aber sie ist nutzlos. Wieso das? Weil diese Station verflucht ist. Siehst du es nicht? Ich würde ein anderes Wort wählen, aber ich will dich nicht beunruhigen. Es gibt keine andere logische Erklärung. Es ist ein Fluch, kein Zweifel. Erst hatte ich verschlafen, dann meine Papiere und die Abfahrtszeit vergessen und dann hätte ich fast den Zug verpasst. Und als ich eine Minute vor der Abfahrt ankam, ist vor meinen Augen alles eingefroren. Diese Station ist verflucht. Ich könnte dir deine verfluchte Fahrkarte abnehmen.
und dich so von deinem Aberglauben heilen, Genosse. Nehmen Sie nur und brecht den Fluch! Danke, auch wenn ich so meine Zweifel an dem Fluch habe. Endlich haben wir die Karte, jetzt können wir endlich hier in den Zug einsteigen und uns hier von dannen machen. War ja weiter nichts, ne? Nichts Wichtiges, ne? Können wir wieder rein in den Zug. Und dann werden wir zur nächsten Gegend gefahren, denke ich mal. Ich hoffe, da gibt es dann auch einen Abspeicherpunkt. Sei gegrüßt, Genosse. Willkommen an Bord von Vortex, dem einzigartigen Hochsystem. Na? Sei gegrüßt, die 1. Ich muss sofort zum WDNH. Es ist mir ein Vergnügen, Genoss. Du kannst sofort abfahren. Okay. Hier ist die Fahrkarte. Jetzt starte den Zug. Deine Fahrkarte ist abgelaufen. Och nein. Abfahrt deines Zuges vor 4 Stunden. Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um. Willst du mich verarschen? Abgelaufen? Vor 4 Stunden waren hier alle schon tot. Bist du etwa die ganze Zeit hin und her gefahren? Starte den Zug, bevor ich dir eine Delle verpasse. Die Benutzung abgelaufener Fahrkarten ist eines Sowjetbürgers unwürdig. Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um. Hoffentlich erstickst du daran, du fetter Bastard. Okay, dann suche ich mir jetzt halt. Na, jetzt wurde das wenigstens gespeichert, endlich. Ja, jetzt muss ich ja bis da hinten hin. Nur um mir die Karte zu holen. Ach du Scheiße, bis da hinten hin. Und okay. Im Haus gibt's was. Ach, normaler Loot. Hier sind richtige Lootkisten. Ja, dann hat es sich wenigstens gelohnt, wenn ich ein bisschen Material hier bekomme. In das Haus rein. Das ist ein großes Haus. Hoffe ich, dass. Na, war ich da nicht eben? Ich war doch hier eben. Na. Ach, wir müssen nach oben. Ich war doch schon eben hier drinnen, oder? Ist das das Haus gewesen? Ja, das war das, wo ich vorhin drinnen war. Wie komme ich da jetzt rein? Mit der Axt? Nee, ich komme auch mit der Axt da nicht rein. Oh, das ist doch hier unten, nee. Da muss ich irgendwo drumherum klettern. Hier geht's doch bestimmt von außen irgendwie rein. Ah, hier ist Polymer. Hier ist Polymer. Wie steht's? Hat das Tor geschossen? Wir? Ah, jetzt bin ich hier drin. Und noch eine schöne Lootkiste. Mehr gibt's hier aber nicht. Kann ich deine Zugfahrkarte haben, Genosse? Das ist ein Notfall. Bist du lebendig? Dann hau ab! Du kannst es schaffen! Verlass die Gegend! Kann ich nicht. Ich bin der Typ, der diese Sauerei aufräumen muss. Das dachten wir uns auch, als der Alarm ausgelöst wurde. Und jetzt verstecken wir uns, statt die Roboter zu reparieren. Tut mir leid, Genosse.
aber du brauchst dich nicht mehr zu verstecken. Willst du sagen, dass sie mich getötet haben? Wusste ich doch! Echt? Woher denn? Ich kauere schon seit mehreren Nächten an derselben Stelle. Und ich kann mich nicht daran erinnern, was vor dem Alarm passiert ist. Gut. Dann ist deine Fahrkarte wahrscheinlich abgelaufen. Ich habe eine Monatskarte. Ist schon ein Monat vergangen? Wie lange liege ich schon hier? Nein, ein Monat ist noch nicht rum. Kann ich mir deine Monatskarte leihen, Genosse? Du brauchst sie nicht mehr und dieser verdammte Rafik im Zug besteht drauf. Du hast einen Rafik gesehen? Halte dich bloß fern! Rafiks töten dich, wenn du versuchst, mit ihnen zu reden! Hast du eine oder nicht? Ja doch, nimm sie. Sie ist in meiner Tasche. Ich komme nicht dran. Ich hole sie mir. Danke, Genosse. Gut. Halte dich von den Rafiks fern. Die sind gefährlich. Ja. Muss man was tun. Sammeln. Gut. Hierher. So, jetzt komme ich auch hier hin. Aber hier war jetzt nichts zum... Doch hier war noch eine Lootkiste. Und hier war noch. Hier gibt's nichts. Da hoffe ich mal, dass ich jetzt genug Material gefunden habe, um dann die Waffe bauen zu können. Aber ich glaube, es wird immer noch nicht reichen. Ich muss noch viel mehr sammeln. Jetzt muss ich erstmal zurück zum Zug, ohne dass ich irgendeinen Bot treffe. Da war einer. So, aber jetzt müsste es ja endlich mal klappen mit hier Abfahrt. Mit Abhauen von hier. Jetzt habe ich eine Monatskarte sogar und jetzt müssten wir hier verschwinden können, hoffe ich mal. Bin mal gespannt, wo wir dann landen werden. Wenn der nicht schon wieder irgendwelche Probleme hat hier mit meiner Karte. Sei gegrüßt, Genosse. Gott abgetragen. So. Ich muss sofort zum WDN. Es ist mir ein Finitiat. Du kannst sofort ab. Okay. Schön, meinetwegen. Nichts wie weg hier. Sei gegrüßt, ja, was denn? Wie viel? Achso, Fahrkarte, ja, genau. Ist diese Fahrkarte in Ordnung? Lässt du mich jetzt fahren, du Blutsauger? Warum hast du mich nicht gleich informiert, dass du über ein Reisedokument verfügst, Genosse? Das könnte die Abfahrt des Zuges beschleunigen. Vielleicht, weil ich es vorher noch nicht hatte. Willst du etwa sagen, dass dies nicht deine Fahrkarte ist? Die Fahrkarte von jemand anderem zu benutzen, ist eines Sowjetbürgers unwürdig. Was hast du da gesagt? Keine Sorge. Nach Analyse der Situation bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du ein Ordnungshüter bist, der eine Notlage untersucht. In Anbetracht der derzeitigen Umstände darfst du natürlich kostenlos reisen. Ist das dein Ernst? Bitte wähle einen beliebigen Platz. Abfahrt okay. Des Zuges in 10 Sekunden. Wow, wir haben soeben ein wahres Wunder der Wissenschaft erlebt. Der Zug fährt jetzt ab. Nächster Halt. Station. Dann hocken wir uns mal hin. Professor Sacharows Tod ist für mich eine klare Sache. Was ist daran verdächtig? Darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt zu viele offene Fragen. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Sechenov ist die einzige Familie, die ich habe. Verstehe, Genosse Major, aber was meinen Sie mit der Sache auf den Grund gehen? Warum sollte Sechenov seinen besten Freund umbringen? Das ist absurd. Warum sollte er das tun? Tja, warum wohl? Vielleicht hatte Sacharow ihn betrogen, wie seine anderen Kollegen, Dr. Filatova zum Beispiel. Filatova folgte Petrov. Sie ist verliebt. Sie konnte nicht klar denken. Ach, verdammt! Was ist das? Ah, scheiß Teile! Festhalten! Ach echt, ist das dein Scheiße? Station. Nächster Halt. Diablo 2.
Keine Zeit für ein Schläfchenstock. Beweg dich und geh in Deckung. Spuck's aus. Was hat Sechenov gesagt? Okay, okay. Ganz also ruhig. Es ist okay, okay. Genosse Molotow ist auf dem Weg Kopf hierher. Zu... Okay. Genosse Sechenov will, dass du sofort hingehst und eine Notfallübung beginnst. Kapiert? Wozu das denn? Aber meinetwegen, sonst oh ja. noch was? Genosse Sechenov wollte, dass ich dir das gebe. Ha. Könnte noch nützlich sein. Ein Soldat, Agent P3. Du musst mir Deckung geben. Was hast du vor? Also gib mir Deckung. Ha? Warte, wohin gehst du? Oh, schlüpfriges kleines Riese. Darf ich mich wieder hier drum kümmern? Wirklich schön hier. Genau wie in Moskau. Eigentlich sogar noch besser. Futuristischer, großzügiger. Mein Konzept. Dein was? Falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass mir diese Art von Konzept gefällt. Testgelände. In Anlage 3826 befinden sich viele geheime Testgelände, in denen du eine Vielzahl an Bauplänen für die Verbesserung deines Arsenals findest. Eingänge zu den Testgeländen sind auf der Karte mit einem Fragezeichen markiert. Außerdem kann dir der Nora-Fabrikator die ungefähre Position eines Testgeländes mit den von dir benötigten Bauplänen verraten. Wähle die gewünschte Verbesserung und tippe dann auf M, um die Karte zu öffnen, auf der die ungefähre Position des Testgeländes mit der Verbesserung angezeigt wird. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwo mal speichern? Ach, es wurde gespeichert gerade das Spiel. Gut. M. Dann müsste ich auf die Karte kommen, sehe ich. Okay, hier sind diese großen Gelände. Wir sind jetzt in diesem hier jetzt ein Testgelände. Und hier gibt's Baupläne. Die möchte ich natürlich haben. Und, warte mal, in welche Richtung muss ich da? Muss ich jetzt nach da gucken? Ja. Also muss ich da vorne hin, da ist das Testgelände. Mal sehen, was uns da erwartet. Es sieht irgendwie so aus, als ob da extreme Gegner auf uns warten. Wir werden mal sehen. Hier sieht es auch so aus, dass hier ein paar Autos stehen. Vielleicht kann ich da auch mal mit ein paar Autos fahren. Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen, weil ich jetzt noch nicht so richtig wusste, wo ich ein Auto finde, mit dem ich fahren könnte. Aber hier sieht es so aus, wie vorne, als ob hier auch nochmal ein extra Abspeicherpunkt wäre. Genau. Hier sieht so aus, als ob hier noch was liegen könnte. Und das ist wieder ein Laberkopf. Drei vom Whisky Flow quatscht den Jet zu Bruch. Der hat seinen Verstand verloren. Ich kann nicht mehr. Bitte, es reicht. Ach, armer Kerl. Schmerz ist das Letzte, an das er sich erinnern kann. Okay, Kumpel, ich muss los. Also auf jeden Fall, wir machen beim nächsten Video weiter. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, da könnt ihr mich riesig unterstützen. Und unter der Videobeschreibung findet ihr den Link Instant Gaming, mein Partner. Dort könnt ihr kostenlos nachschauen und findet dort super günstige Games, super Game-Rabatte. Schaut es euch ruhig mal an, dann bis zum nächsten Video. Ciao.